Hallo und herzlich willkommen hier zur 143. Folge heute am Mittwoch, dem 30. Januar bei uns hier auf MicroHazard TV. Der erste Monat des Jahres ist schon fast wieder rum. Und deswegen begrüßen ich, der Ice Dragon und der Heiko euch natürlich wieder ganz herzlich hier bei uns zurück. Hallo. Wir sind beinahe fast wieder gestorben. Ich bin gerade mal einen Block hochgefallen, ne, und bin fast gestorben dabei. Ey. Hochgefallen? Naja, nee, runtergefallen. Also die Höhe halt von einem Block. Nicht runtergefallen. Also vom Fels quasi auf mein Torhaus rauf. Es war aber gerade höchstens anderthalb Blöcke. Ich hätte gern so ein Gleis, was hier unten so richtig schön steil am Hang runterführt. Einfach hier rinsetzen und runterrutschen. Juhu! Das ist so. Wollte ich mal runterlaufen, wäre viel schneller unten. Was fehlt mir jetzt? Hä? Was fehlt mir aktuell? Mein Inventar? Holz? Nein. Nee. Stein? Nee. Essen? Auch nicht. Bing hat's gerade gemacht. Wir wurden gerade abonniert von irgendjemandem, Heiko. Ui. Und ja, weiß ich nicht, was du da was dir fehlt. Balken. Ja, ich bekomme Metallteile. Ach, Metall, toll. Auch immer gut. Ich kann mir auf Lager nicht herstellen. Wenn ihr euch fragt, warum ich gerade den Berg runtergehe, ich will zu Heiko. Ja. Wenn er mal gucken, was er da hinten treibt. Wenn es schon mal hell ist, dann können wir ja auch mal dahin laufen, wa? Ja. So, bin ich schon im Schnellreisegebiet? Ja, bin ich schon. Sehr gut. So, dann einmal dorthin. Dankeschön, kostet mich 9 Food. 9 Food. So, da ist schon... der Wald ist auch schon gut ausgedünnt. Also von der Position, wo man landet, Heiko, ja, sieht man die Burg jetzt schon durch die Felsen durch. Nicht wie vorher, wo man es nicht gesehen hat. Okay. Der Bergfried ist schon groß, ne? Aber der ist höher als meiner, ne? Mhm. Also mit den Türmen und so ist dein Bergfried definitiv höher als meiner. Ja, kann sein. Ne, das sind 1, 2, 3, 4. Warte mal, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wird nicht. 8, 9 Blöcke Höhe? Ja, komm, könnte schon hinkommen, ja. So, ihr seht vor allem hier hinten von außen sieht einfach so recht massiv aus, ne? Ja, ja, ist aber gar nicht, ich weiß. Nee, obwohl einfach also der Wind, eigentlich ein hohles Gestell. Ah, hier hat Heiko seinen Gleistest gemacht. Guck mal, hier liegt sein Schotter. Ja. Hallo Heiko. Hallo. Ach, hier hinten kommt dein Torhaus jetzt hin. Also Torhaus, dein Tor. Ja. Ja. Mit Zugbrücke, die im Boden verschwindet. Aktuell noch, ja. Hui. Und weg. Weg ist er. Tschüss. Sesam, öffne dich. Tada! Ist irgendwie eine schöne Kombi, oder? Aber warum baust du das genauso wie ich, ey? Ja, keine Ahnung, weil es einfach die logischste Kombi ist überhaupt. Ich habe ja auch Zugbrücke, Fallgitter und dann Tor. Aber das ist das Einzige, was überhaupt Sinn macht. Du kannst sie nicht in einer anderen Reihenfolge anordnen. Ja, anders macht es nicht wirklich Sinn, ne? So. Du baust hier mit dem großen Turm. Ja. Ja, da ist der Übergang schwierig, ne? Mhm. Siehst du, ne? Hm. Ich habe es so gemacht, dass von vorne wenigstens gut aussieht und von hinten habe ich halt nur eine Lücke. So, lass mal gucken, was du hier. Guck. Was du hier. Naja, aber geht ja, man kann hier. Geht ja noch. Problem, geht ja noch gerade so, ja. Ja. Eine Lücke da. Na, komm. Guck mal, wollte ich hier nämlich genau drüber. Über den hier. Ja. Ja, das ist Heikos Bau. Das ist dein Lagerhaus da unten, wa? Ja. Nein, das Gebäude steht hier noch nicht. Das gucken wir uns jetzt mal an. Guck mal, das ist Heikos Lagerhaus. Hat doch was vom Lagerhaus. Alle Fenster zu. Muss ja eine Luft sein da drin. Alle Fenster geschlossen. Lagerhaus, steht doch dran. Gut, gehen wir mal rein. So, uns begrüßt gleich eine riesen Gestell von Holz. Aha, ja, ganz viele Kisten. An der Wand hängen. Nix drin in der Kiste. Noch nicht. Auch nichts drin. Oh, da ist was drin. Okay, da war ein Mühlenteil drin. Aha, da ist was drin. Aha. Auf der anderen Seite noch Fässer. Aber ich glaube, diese großen Holzlager, die würde ich dafür gar nicht in den Haushalt reinstellen, die großen, ne?
Ah, ich weiß auch nicht, ob ich es so lasse. Ich muss noch mal ein bisschen überlegen. Hier hast du wieder das Problem, man kann hochlaufen, aber nicht mehr runter, Heiko. Ja, du kannst aber rückwärts runter. Toll. Ja, oder man duckt sich halt. Ja, oder das. Ach, du bist ja auch clever, ne? Ich hätte es ja, also rein logisch hätte ich es jetzt andersrum gemacht, Heiko. Ich hätte den Stein nach unten und das Holz nach oben. An sich schon, ja. Weil Steine sind doch einen kleinen Tick schwerer als Holz, glaube ich. Ein bisschen, ja. Weil viel nimmt sich's, glaube ich, nicht im Endeffekt, aber... Und hier hast du jetzt mal so einen kleinen Dachboden mit der kleinen Treppe. Aber Zette. Das kann sowieso nicht einstützen, der Boden wird ja von den Holzlagen gestützt. Ja. Oh, Steine. Du hast eine Kiste voller Steine, aber keine Angst, ich klaue sie dir nicht, ich habe selber genug. Glaube ich dir. So, gehen wir wieder raus hier. Schnell wieder raus. Hat sich hier im Bergfried noch was geändert? Nö, war. Am Bergfried nicht wirklich. Gehen wir nochmal rein. Ach, du hast den Weihnachtsbaum doch noch stehen. Du wolltest ihn abbauen? Keine Ahnung. Mal gucken. Bin ich noch nicht zugekommen. Ich habe meinen Orban noch stehen. Lass mal. Große runde Wand brauche ich. Ja, der Bergfried ist bei dir eigentlich eher ein Labyrinth irgendwie. Aber irgendwo wächst da hinten schon wieder was rein. Da wächst schon wieder ein Busch rein, Heiko. Ja, müssen wir. Auf der einen Seite. Warte mal, das müsste dann demzufolge dieser Busch hier sein. Mach den mal weg. So. Ja. Habe ich gleich hier ein paar Stöcker. Gut, ja, das ist Heikos. Können wir mal ein Bildchen von machen hier, wie es bei Heiko aussieht. Dann machen wir mal hier so gebraucht. Deinen Bergfried hier so durch die Bäume durchfotografieren. So. Mit dem Tor, mit dem Lagerhaus noch so ein bisschen so halb drauf. So. So. Haben wir ein schickes Bildchen. So, wie komme ich denn jetzt hier am schnellsten wieder zur nächsten Sprungmarke? Schnellreise. Und einfach hier gerade runter. Ey, nicht mehr vom Kopf hauen. Ja, aber du hast schon fleißig ausgedünnt hier, wa? Ja. Warum liegen hier einfach so Balken rum? Wo denn? Hier. Achso, weil mit Tatze voll war. Kannst du gerne mitnehmen, wenn du brauchst. Balken. Ah. Ich hab sie mitgenommen. Ja. So, ich brauch jetzt. Ich hätte dir eigentlich gleich ein bisschen Stein mitbringen können. Hättest du auch machen können. Nicht dran gedacht. Es tut mir leid. Guck mal, da hinten ist übrigens unsere Burg. Guck mal. Also meine. Guck mal da hinten. Wie sie über auf diesem Felsen hervorragt. Ja. Ja, komm, die ist schon weit hin zu sehen. Ja, stimmt. Also versteckt ist sie auf keinen Fall. War hier dein Haus gewesen? Ja, ne? Ah, ne, es ist ein Acker, oder? Es ist ein Acker, ein alter. Oh, hier wächst Flachs. Wo ist denn eigentlich, German Soccer war es gewesen, war? Wo ist denn sein Haus eigentlich? Gute Frage. Müsste ein Stück weiter die Straße sein, ne? Ach ne, der war ja noch ein Segment weiter in G erst gewesen, oder? Ja, in G war er erst hier hinten. Okay. Ja, hier ist denn Bioscience hier unten. Ja, wo ist das, war? So, wir springen wieder nach Hause. Und zwar, welche Marke weiß besser, die oder die? Ich glaube, die. Bin ich ganz sicher, aber ja, es war die richtige. So, da oben ist unsere fette Burg. Ja, ich bräuchte eigentlich immer noch, Heiko, eine längere Seiltrommel, das ist das Problem. Ja. Damit ich hier unten einen U-Bahnhof reinhämmern kann in den Fels. Da könntest du auch so, aber du musst da Treppen runterwandern, ne? Wie lange soll ich denn da laufen bis nach oben Treppen? Keine Ahnung. Ja. Wie lange dauert. Ja. Ich wollte so einen schönen stylischen Fahrstuhl bauen. Das funktioniert ja auch. Ich könnte auch zwei Fahrstühle bauen. Muss halt zwischendurch umsteigen. Seil war nicht lang genug. Ah, aber schön hell jetzt wieder. Ja, aber du weißt ja nicht lange. Ne? Welche Jahreszeit haben wir eigentlich jetzt offiziell? Wo war das nochmal hier? Winter haben wir offiziell. Winter. Ja. Sieht gar nicht aus wie Winter. Nö, nicht wirklich, ne? Nö. Aber gut, Planet verändert sich ja nicht.
an sich. Ja. Ich brauche jetzt wieder die Wendeltreppe, zack. Na, ansonsten würde ich lieben gerne sogar mit Gleise anfangen, so langsam, glaubst du mir, aber... ist nicht so einfach. Ja. Das bedarf halt Planung, weißt du, so Gleisanlagen. Zumal ich auch nicht das nötige Material dafür spontan da hätte, um irgendwelche Gleise anzufangen. Nö, hätte ich auch nicht da. Obwohl, Holz hätte ich genug da. Ja, aber da verbrauchst du ja auch Unmengen von. Ja, ich habe hier Unmengen. Okay, du verbrauchst mehr als Unmengen. Du verbrauchst Unmengen von Unmengen, so. Das ist so ein bisschen das Problem. Es ist ein bisschen zu viel. Also. Ich hab meinen Hammer reparieren. Der macht eh nicht mehr lange mit. Ich bin jetzt gerade überlegen. Eigentlich müsste ich den großen Turm größer bauen als den kleinen Turm. Ja. Damit es ordentlich aussieht, einmal, ne? Pickaxe muss ich auch wieder reparieren. Die eine ist eh schon Schrott, die andere ist fast Schrott. Reparieren wir mal wieder. So, schmelzen wir mal. Schmelzen, schmelzen, schmelzen. Linst Oil habe ich noch da, habe ich gesehen. Oder es heißt, glaube ich, ja nicht Linst Oil, es heißt eigentlich Linseed Oil, ne? Ich weiß es nicht, wie es heißt. Ja, es ist ja Leinen. Und das ist ja Seed hinten. Das ist ja Leinsamenöl quasi. Deswegen ja. Linseed Oil eigentlich. Und nicht Linst Oil. So ist der Deutsche halt, der redet, der spricht das Englische so aus, wie er halt gerade Bock drauf hat. Ja. Ich wenn das für mich Linst Oil ist, es ist halt Linst Oil, so. So, ich brauche zwei neue Pickaxe und einen neuen Hammer. Wo ist denn der Hammer für Steel Railroaders Grader? Steel Railroaders Sledgehammer. Aber gab es da nicht zwei verschiedene? Da gab es doch drei Werkzeuge, ne? Ja. Achso, ja. Ach so, das andere war dieses Road Tool gewesen. Genau. Wo gab es da? Wo war das nochmal zu bauen? Achso, in der Webbank war das, ne? Ganz komischerweise. Ja. War ja irgendwie ganz komisch in der Webbank. Die ist also hier drüben zu bauen. Ja. Hier ist das für Standard Goak Steel und Standard Goak Wood. Tja. So, jetzt habe ich auch hier wieder aktuelle, saubere, wunderbare Werkzeuge. Alles wieder repariert. Also alles nicht, aber zumindest Hammer und Pickaxe. Ich werde noch ein bisschen Holz verarbeiten zu Baum, zum ja. Balken. Deswegen, ich würde ja auch lieben gerne ein paar Gleise bauen, ja, aber weil mit diesem Handcart könnte man ja theoretisch erstmal arbeiten, ne? Mhm. Fürs Erste zumindest. Ja, fürs Erste auf jeden Fall. Ich stell mal ganz viele Balken. Ich bin fast von meinem Tor gefallen. Was brauche ich denn für so eine Schiene? Für eine normale Holzschiene. Jetzt kann man ja später gegen Stahlschienen austauschen. Eine Holzschiene. Oh, allein für ein Schienensegment, Heiko. Ne? Brauche ich schon 15 Balken, ne? 15 Balken und 5 Stöcke. Ach du Scheiße. Für ein so ein Segment, wie lange habe ich das, sind die vier Blöcke? Drei Blöcke, vier Blöcke lang irgendwie so, ne? Mhm. Bei der Stahlschiene brauchst du ja vier Barren. Mhm. Und 10 Balken. Und nochmal 6 Metallteile. Oh. Und für eine Weiche 8 Barren. 18 Metallteile und 20 Balken. Aber gut, Weichen werden wir nicht ganz so viele brauchen. Naja, wenn wir zweigleisig bauen wollen, brauchen wir schon mehr.
gut, dann schon. Ja. Und da wir ja dann durchaus wahrscheinlich gleichzeitig auch mit Zügen unterwegs sind, ist zweiteilig schon sinnvoll. Mhm. Aber was ich alles im Kopf habe, ne, für Ideen. Ob die, deswegen, das will ich alles im Kreativ erstmal testen. Weißt du? Ich habe sogar so ein kleines Signalanlagensystem im Kopf, ne? Okay. Was denn mit Seilen und mit diesem Federding hier von der Katapulttechnik, ja, weißt du? Gibt's doch diesen Federblock fürs Katapult. Ja, genau, der dann das Kreuz zurückfedert, ne? Ja. Genau, der zurückfedert. Und haben wir den überhaupt schon erforscht? Den finde ich gerade gar nicht. Ich habe ihn auf jeden Fall. Wo finde ich denn den? Der muss da irgendwo bei den allen Blöcken so aufgelistet sein eigentlich, oder? Ist das nicht ein, den du erst craften musst? Naja, aber zum Beispiel so eine Achse muss ich ja auch vorher craften. Ach, da ist es. Die Seiltorsionsfeder. Hm. Genau. Brauch 4 Seile und 2 Balken zum Bauen. Und deswegen, damit will ich dann ein bisschen was zwecks Federung und dann mit oder zum Zurückfedern und dass es dann so einrastet und mit anderen Kontakt dann wieder ausrastet und dann wieder auf Halt springt oder auf Fahrt springt oder wie auch immer, weißt du? Ja. Deswegen, aber das ist so ein bisschen Rumklügelei, da musst du auch entlang der Strecke die ganzen Seile spannen, ne? Dass das auch weitergegeben wird quasi. Was ich also nur machen muss, ist, aber es könnte auf jeden Fall Metallteile. Aber es könnte auf jeden Fall klappen, theoretisch. Oh, 2 Seile, Metallteile, Planken, Balken. Ach so, Schande, ich habe die ganzen Sachen hier vorne am Tor noch gar nicht fertig gehabt. Deswegen, ich würde jetzt natürlich liebend gern schon anfangen. Ich habe ja auch das Handcart habe ich ja da und das zum Holzgleise legen habe ich ja auch da. Theoretisch könnte ich hier sofort anfangen, irgendeine Kleinigkeit zu basteln, ja. Einfach mal. Wird das schon wieder dunkel oder täuscht das? Nur im Winter, ne? Könnte schon sein. So, ich nehme mal einfach eine riesen Horde Balken mit. Ich mach jetzt einfach mal irgendwas. Okay. Ja. Dann nehmen wir eben aus. Den. Halt, warum habe ich die Planken mitgenommen? Die Planken brauche ich doch gar nicht. Stöcke brauche ich. Stöcke und Balken. Es ist nicht möglich, da irgendwie so ein das Tor quasi so ein bisschen zu verkleiden, oder? Nicht wirklich, nein. Schade. Das macht die ganze Sache ein bisschen blöd, ich weiß. Das kommt mir schon bekannt vor, das Problem. So, Stöcke noch. Ein paar mitnehmen. So. Und jetzt gehen wir mal den Berg runter. Essen wir noch gut. Ich hatte nichts zu essen. Wir müssen was herstellen. Hier so ein paar Hotchpotch. Kann ich jetzt mit Kräutern herstellen. Anstatt Pilze. Genau. Wurzeln und Pilze oder Kräuter. Deswegen kann ich Hotchpotch herstellen. So, Machen wir mal 5-mal. Gott zu essen dabei habe wenigstens. Gut, aber wie ich jetzt gleich anfange, ein paar Teile zu bauen, sehen wir es in der nächsten Folge, denn die Folge ist zu Ende und deswegen sehen wir uns morgen in der nächsten Folge wieder. Schaltet wieder ein, wir würden uns sehr freuen und lasst einen Daumen, damit es euch gefallen hat und wir sagen bis dahin, ciao, tschüss und hoffentlich wieder bis zum nächsten Mal. Also, bis morgen. Tschüss.